Golf- und Country-Club an der Elfrather Mühle. The Hole in One. Freizeit und Business, Entspannung und Ehrgeiz, Erfolgshunger und Kulinarisches. Die Elfrather Mühle ist weit mehr als ein Golfclub. Es ist die Kombination scheinbarer Gegensätze zu einer besonderen Gemeinschaft. Die Besonderheiten ist in erster Linie die Qualität. Die Qualität des Platzes, die Qualität des Restaurants, natürlich unsere wunderschöne Mühle. Wir haben natürlich auch noch das Glück, dass wir ein riesen Einzugsgebiet sind, sehr zentral. 15 Minuten nach Düsseldorf, 20 Minuten nach Duisburg. Und dass wir uns einfach bemühen, besser zu sein als die anderen. Sie haben 5-Sterne-Hotels, Sie haben 3-Sterne-Hotels, insoweit haben wir 5-Sterne-Golfplätze, Sie haben 3-Sterne-Golfplätze. Und ich glaube, wir bemühen uns, doch im 5-Sterne-Bereich zu arbeiten. Hier sind wir in Nordrhein-Westfalen, wo natürlich das Wetter kann man das ganze Jahr Golf spielen. Und eigentlich was ist besser als ein schöner Golfplatz, ein Meisterschaft-Golfplatz. Sogar haben wir die Challenge-Tour hier gehabt, 3 Jahre, 4 Jahre lang. In wunderschönem Wetter, mit schöner Gesellschaft, machen wir auch Geschäfte auf dem Platz ab und zu. Und es ist einfach hier herrlich in Elfrath. 18 Löcher auf 96 Hektar Fläche, die dem Profi auf der Challenge-Tour alles abverlangen. Die Schwierigkeit ist die amerikanische Design-Golfplatz. Also ist sehr viel Wasser. Die ersten 9 Löcher hier sind ein bisschen rauf und runter. Auf die Hanglagen, schwierig zu spielen. Die zweiten Löcher sind etwas flacher. Die letzten 2, 3 Löcher auf unserem Golfplatz ist sehr, sehr schwer zu spielen. Und natürlich, wenn ein Turnier zu Ende kommt, der Gewinner ist der Spieler, der die letzten eigentlich 3 Löcher also gut aushalten kann. Sehr schön sind sicherlich die 16, 17, 18. Die 1, also es gibt vielleicht 3 Löcher, die mir nicht ganz so gefallen, die ich aber im Rahmen der geplanten Golfplatzerweiterung auf 27 Loch neu modellieren will. Eine renommierte Golfschule kümmert sich um Amateure und Fortgeschrittene gleichermaßen. Absolut. Von Totalanfängern, dass ich nie eine Golfschläge in der Hand gehabt habe, durch verschiedene Kurse, die wir hier anbieten, also Schnupperkurse, Einsteigerkurse, bis die sogenannten Platzreife-Kurse. Unsere Teaching Pros, die überdachte Driving Range, 2 Putting Greens, eine große Chipping Area und der attraktive Kurplatz säumen diesen Weg, der schließlich mit dem 18. Loch an der großen Sonnenterrasse unter der restaurierten Mühle endet. Es war eine alte Mühle, die ist 1834 gebaut worden und stand hier 1985 vorm Verfall. Und wir hatten ursprünglich vor, das Clubhaus etwas weiter wegzubauen. Dann kam die Stadt Krefeld zu uns und fragte, ob wir nicht die Mühle dann nehmen würden. Wir haben den auch sehr dankbar übernommen und restauriert. Ich habe einen ziemlichen Bezug zu Antiquitäten und so weiter. Insoweit war das für mich eine Aufgabe, das alte Mühlengebälk auf der einen Seite zu erhalten und auf der anderen Seite aber auch den Mitgliedern und meinen Gästen zu öffnen. Das war natürlich etwas aufwendiger, aber dafür ist es ein Unikat. Genau wie die Mitglieder streben auch das Management, das Serviceteam der Gastronomie und das Clubsekretariat sowie die Greenkeeper jeden Tag nach Verbesserung. Wir gehen unseren eigenen Weg, also wir versuchen unsere eigene Schiene zu machen und nicht mit dem Strom mit zum Schwimmen. Wir machen alles frisch, darauf legen wir großen Wert und das kommt auch gut an bei den Gästen, vor allem weil wir einen Schwerpunkt gesetzt haben auf süddeutsche Küche, badisch, bayerisch und einen Einschlag natürlich von der österreichischen Küche. Und der Besucher kann hier seinen individuellen Wunsch abgeben und wenn wir die Zeit haben, erfüllen wir ihm den. Ob er jetzt was aus der österreichischen Küche will oder was aus der italienischen Küche, das ist egal. Wenn wir die Zeit haben, dann gehen wir auf den Wunsch ein. Das Ergebnis ist das Besondere, das jeder Besucher des Golfclubs Elfrather Mühle erleben darf. Thank you.
mit allen Wellen das Wetter. Ja, schlecht ist der Ball wohl nicht, ne?